Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute geht es um das Thema, warum kaufe ich eigentlich meine Immobilien in Deutschland und nicht in der Schweiz? Wie ihr wisst, wohne ich ja in der Schweiz und da wurde oft gefragt, Alex, warum investierst du denn nicht in der Schweiz? Warum kaufst du deine Immobilien in Deutschland? Und genau genommen gibt es für mich drei wichtige Gründe, die dagegen sprechen und diese drei Gründe werde ich in diesem Video näher erläutern. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, ich bin Alexander Raue vom Familientagebuch, dein YouTube-Kanal zum Thema Immobilieninvestments und meine Erfahrung als Vermieter. Wenn du dich für Immobilieninvestments interessierst, abonniere gerne meinen Kanal, dann bekommst du die Videos immer als erstes. Und jetzt viel Spaß mit dem heutigen Beitrag. Ja, des Öfteren wurde ich gefragt, Alex, warum investierst du eigentlich nicht in der Schweiz, wenn du schon da drüben wohnst? Warum kaufst du deine ganzen Immobilien in Deutschland? Weil der Wohnungsmarkt sollte doch eigentlich genauso sein. Für mich gibt es insgesamt drei wichtige Gründe und fangen wir mal gleich mit dem ersten Grund an. In der Schweiz gibt es, was den Wohnungsmarkt angeht und was vor allen Dingen Vermieter und kapitalinteressierte Leute angeht, bestimmte Gesetze. Und eins der wichtigsten Gesetze ist die sogenannte Lex Koller. Und dieses Gesetz, also umgangssprachlich heißt das so, ist dafür da oder ist damals dafür geschaffen worden, um den Schweizer Wohnungsmarkt zu schützen vor ausländischen Leuten oder vor ausländischen Investoren. Weil man damals hat befürchtet, wenn sich viele ausländische Investoren in der Schweiz einkaufen, also Immobilien erwerben und die dann vermieten, dann würden die Preise ansteigen und das will man verhindern. Also ungefähr so wie in Deutschland, wo ja auch viele Chinesen und viele Russen halt sich in Deutschland eingekauft haben und das von vielen Leuten gesagt wird, ist ein Grund, warum die Preise steigen. Also, es gibt in der Schweiz das sogenannte Gesetz, die Lex Koller. Und ich habe die damals ein bisschen falsch interpretiert. Ich habe nämlich damals gedacht, wenn man in die Schweiz kommt als Ausländer, dann bekommt man ja einen gewissen Aufenthaltstitel. Ich habe zum Beispiel eine B-Bewilligung. Das heißt, ich darf hier arbeiten, hier leben. Diese Bewilligung geht auf 5 Jahre. Und ich habe gedacht, wenn man diese Bewilligung hat, darf man gar keine Immobilien zur Kapitalanlage kaufen, sondern nur zur Selbstnutzung. Und wie ihr wisst, ich kaufe ja keine Wohnung zur Selbstnutzung, sondern nur zur Kapitalanlage. Und demzufolge ging ich davon aus, dass ich hier gar keine Immobilien kaufen darf. Allerdings habe ich das ein bisschen falsch gelesen. Ich habe nämlich den Nebensatz nicht gelesen. Und da steht nämlich drin, als EU-Bürger darf ich in der Schweiz Immobilien kaufen. Ich habe die gleichen Rechte wie die Schweizer, wenn ich in der Schweiz wohne. Das ist bei mir der Fall. Das heißt, ich könnte Immobilien kaufen. Das wäre also kein Problem mehr. Allerdings ist es spätestens dann ein Problem, wenn ich nicht in der Schweiz wohne. Wenn ich also nicht in der Schweiz wohne, darf ich keine Immobilien zur Vermietung kaufen, beziehungsweise wird mir extrem erschwert. Und auch wenn ich vielleicht mal Immobilien gekauft habe, so wie jetzt die vermiete, und dann irgendwann die Schweiz verlasse, spätestens dann komme ich vor dieses Problem. Dieses Gesetz gilt nämlich nicht nur für den Zeitpunkt, wo man Immobilien kauft, sondern immer. Wenn ich also jetzt Immobilien kaufen würde und die vermiete und dann ziehe ich aus der Schweiz wieder weg, dann habe ich ja hier keinen Wohnsitz mehr und spätestens dann passt das mit dem Gesetz nicht mehr zusammen und dann kriege ich Probleme. Also dieses Gesetz spricht immer noch für mich dagegen, vor allen Dingen, weil ich ja weiß, dass ich nicht bis an mein Lebensende in der Schweiz wohnen bleiben werde und demzufolge ist das für mich der Nummer 1 Hauptgrund, warum ich hier keine Kapitalanlagen kaufe. Der zweite Grund ist für mich auch eine Sache, was die Wohnungspreise und was die Renditen angeht. In der Schweiz sind die Wohnungspreise nochmal um ein Vielfaches höher als in Deutschland und demzufolge sind viele Wohnungen auch sehr unrentabel. Ich sehe es ja auch bei meiner jetzigen Firma, der Allianz, die hat ja auch eine riesengroße Abteilung, die sich um Immobilien kümmert, um dort Gelder anzulegen. Die müssen ja irgendwo die Prämien der Versicherten hinterlegen und da hat man auch extreme Schwierigkeiten, rentable Objekte zu finden, wo man das Geld anlegen kann und die wollen das Geld ja nur anlegen. Ich selber will mein Geld ja nicht anlegen, sondern ich will Geld verdienen und wenn das schon für die Kapitalanleger schwierig ist, Immobilien zu finden, ist es natürlich für die Investoren noch schwieriger. Das heißt, die Wohnungen sind hier so überteuert, dass sie eben kein Verhältnis zur Miete stehen. Also man kann es vergleichen mit deutschen Großstädten wie München, Hamburg oder Berlin, wenn nicht sogar noch schlimmer. Also selbst für eine ganz kleine Wohnung mit 2 Zimmern zahlt man mindestens 500.000. Und wenn man dann in die großen Städte geht, dann ist man locker mit 1 Million dabei. Und das sind einfach Preise, die extrem hoch sind. Und selbst wenn es eine gute Rendite hätte,
dann würde ich anstatt in eine Immobilie für 1 Million zu investieren, würde ich ja lieber in Deutschland mit 10 Wohnungen für jeweils 100.000 kaufen, weil ich dann viel diversifizierter bin. Ich will mir ja kein Klumpenrisiko ans Bein heften. Außerdem, wenn ich anfangen würde, in der Schweiz Immobilien zu kaufen, dann müsste ich mir hier ja auch ein Netzwerk aufbauen. Ich müsste mich wieder um Handwerker kümmern, ich müsste mich um Banken kümmern, um Makler, um Verwaltung und so weiter und so fort. Das heißt, das ganze Netzwerk, was ich in Deutschland habe, habe ich ja in der Schweiz nicht. Das müsste ich neu aufbauen und demzufolge ist natürlich ein weiterer Punkt, der mich davon abhält. Ja, und der dritte große Punkt, der mich davon abhält, ist einfach auch das Finanzierungswesen hier. Weil in der Schweiz ist man, was Immobilienkredite angeht, noch mal viel restriktiver in Deutschland. Also wenn die in der Schweiz sagen, sie finanzieren nur zu 80%, man muss mindestens 20% selber mitbringen, dann ist das nicht nur eine Floskel, sondern ist das wirklich so. Die handhaben das noch viel restriktiver. In Deutschland bekomme ich ja meine 100% Finanzierung, gar kein Problem. In der Schweiz ist das fast unmöglich. Ich muss dazu allerdings auch sagen, ich habe es jetzt nicht so stark drauf angelegt und nie so stark probiert wie in Deutschland. In Deutschland habe ich ja sehr, sehr viele Banken angeschrieben, um meine 100% Finanzierung zu bekommen. Hier in der Schweiz nicht. Also vielleicht gibt das schon die eine oder andere Bank, die das macht. Aber generell liest man das und hört man auch von vielen Leuten, dass es hier noch viel restriktiver ist, wo man wirklich Geld mitbringen muss. Und wenn ich halt sage, dass die Wohnungen bei 500.000 anfangen, die kleinsten Wohnungen, und man 20% mitbringen muss, da muss man quasi pro Immobilie gleich mal 100.000 auf den Tisch legen und dann hat man halt eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung. Und das ist natürlich schon für mich extrem unrentabel. Deswegen aus diesen drei Gründen, also der Lex Koller, dann der Rendite und den Krediten, aus diesen drei Gründen kaufe ich keine Kapitalanlagen oder keine Investments hier in der Schweiz, sondern mache das Ganze in Deutschland. So viel zu dem heutigen Thema. Das war mal ein bisschen kürzeres Video, aber ich denke mal, damit habe ich trotzdem eine große Frage beantwortet, weil ich die jetzt auch schon öfter gehört habe, auch von Kollegen hier in der Schweiz oder auch in den Kommentaren. Das heißt, wenn dir irgendwas daran unklar ist, wenn du weitere Fragen hast, schreib es mir gerne in die Kommentare. Oder wenn du vielleicht sogar selber Immobilien in der Schweiz hast, würde es mich interessieren, wie deine Erfahrungen hier sind, gerade was die Rendite und was die Finanzierbarkeit angeht. Schreib mir das auch gerne in die Kommentare, dass ich vielleicht auch mal einen anderen Blick auf das Bild bekomme. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du ein Like da lässt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao.